Hallo Freunde, heute ist der 5. Mai 2022. Wir befinden uns immer noch in Odessa. Die Lage spitzt sich ein wenig zu. In Nikolaev hat man die ganze Nacht Explosionen gehört. Ich habe mit Freunden gesprochen, die haben mir das berichtet. Ich habe natürlich einiges in den Publics gesehen. In Odessa ist das auch nicht sehr ruhig. Also man bombardiert weiterhin sogenannte strategische Objekte. Man trifft auch mittlerweile die Transportwege für die Waffenlieferung. Das heißt, die Gleise werden zerstört. Dadurch ist der Personenverkehr auch enorm verhindert. Also wir haben also große Anzahl an Ausfällen bei den Zügen, große Verspätungen von über 12 Stunden, wie ihr vorstellen könnt. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es für mich zum Beispiel sehr schwierig, mit so einer Großmutter dann irgendwie 12 Stunden im Zug auszuharren, das na, schwer. Also ich glaube, dass wir bald eine Entscheidung treffen werden. Was genau, weiß ich noch nicht, aber das wird wahrscheinlich kurzfristig passieren. Angst habe ich nicht. Nur muss ich vieles bedenken. Auch was hinterlasse ich nach mir? Wie geht es hier weiter mit dem, was ich hier ins Leben gerufen habe? Wem helfen wir in erster Linie? Wem helfen wir vielleicht nicht so oft? Und wem helfen wir gar nicht mehr wegen der Möglichkeiten, die wir haben? Das muss man alles abwiegen und überlegen. Und das werden wir tun. Also es gibt hier natürlich weiterhin die Möglichkeit, hier zu bleiben. Wir haben ein Haus, wir haben eine Wohnung, wir haben zu essen, wir haben Strom, wir haben Internet, wir haben alles, um verhältnismäßig normales Leben zu führen. Aber ich habe euch auch gesagt, und vielleicht merkt ihr das auch an mir, oder Leute, die mich kennen, merken das mir an vielleicht, dass ich einfach müde bin. Ja, irgendwann ist man müde, irgendwann geht es nicht weiter. Irgendwann braucht man, ich weiß gar nicht, wie es Leute hier machen, die dann die ganze Zeit hier vor Ort bleiben und enorm helfen. Ich habe neulich einen Kumpel getroffen, vorgestern am Strand. Das ist ein Vize-Europameister im Kickboxen. Wir haben zusammen Fußball gespielt und Volleyball hier zu meiner Jugendzeit. So fertig habe ich ihn noch nie gesehen. Und er ist auch ein freiwilliger Helfer. Er hat im Hafen gearbeitet, hat dann seinen Job verloren. Ist auch ein Kickboxing-Trainer gewesen, also Ausbilder, hat dann auch einiges. Jetzt singt er auf Ukrainisch, obwohl er komplett Russisch sprechend war. Also komplett wirklich. Ah, ich frage ihn, ob ich ein Video von ihm vielleicht irgendwann mal demnächst hinzufügen kann. Also er macht das schon semi-professionell, würde ich sagen. Also seine Videos sind deutlich professioneller als meine. Das ist auch, glaube ich, auch nicht schwer. So, aber ich habe ihn trotzdem, also wir haben gequatscht und ein bisschen, wir sind immer sehr froh, wenn wir uns sehen und dann umarmt und gelacht und alles Mögliche, aber wir sind einfach beide komplett fertig. Ja, und wir werden es sehen. Also insgesamt, die Lage spitzt sich zu. Ich habe jetzt keine Bombe auf den Kopf bekommen, zum Glück, aber man zerstört mal die Brücke und das wird angegriffen und dies auch und so weiter. Also gestern gab es, ich glaube, 60 Raketenangriffe am Tag auf die Gesamtukraine. Und das ist, glaube ich, ein Rekord seit dem Kriegsbeginn, oder vielleicht waren die ersten 2, 3 Tage so aktiv und der Rest nicht mehr. Also irgendwie sowas. Das ist schon ja, alles andere als beruhigend. Ich lese auch immer irgendwie weniger Nachrichten, weil ich, wie gesagt, einfach müde bin und schauen muss, wie das Ganze funktioniert. Wir werden das sehen. So, allen für die Hilfe, vielen Dank. Wir machen das definitiv weiter, auch wenn ich weg sein sollte. Und ich habe vor, bald eventuell zurückzukommen oder whatever. Also ich weiß es nicht genau. Wir werden unser Bestes geben. Viele Grüße an alle. Viele Grüße aus Odessa. Und bis bald, Leute. Ciao, ciao.